Viele Berater nennen als Ziel, dass sie ihre Kunden begeistern wollen. Wie geht das? Versuchen Sie doch mal, mich zu begeistern. Nee, ich meine begeistern. Wird nicht gelingen. Warum ist das so? Wenn ich spüre, dass Sie etwas von mir wollen, nämlich mich begeistern wollen, werde ich automatisch bockig, gehe ich automatisch in meinen Widerstand. Charismatische Menschen haben das längst erkannt. Die würden niemals auf die Idee kommen, jemanden begeistern zu wollen. Es ist so, als ob man innerlich jemandem auf den Schoß springt. Das möchte niemand haben. Das ist mir zu nahe, kommt mir nicht zu nahe. Wirklich charismatische Menschen werden magnetisch. Sie entwickeln ein Geheimnis, eine Anziehungskraft, die die Menschen fasziniert und sie wollen noch mehr davon haben. Und sie kommen freiwillig selber an. Sie kennen vielleicht die Geschichte, ich glaube, sie ist von Mark Twain, von dem Jungen, der einen Gartenzaun anstreichen muss und immer so tut, als wäre es etwas ganz Besonderes. Die anderen Kinder kommen und sagen, darf ich auch mal eine Latte anstreichen? Zum Schluss verkauft er das Anstreichen für teuer Geld, muss nichts machen, weil am Anfang den Kindern das Gefühl gegeben hat, es ist etwas ganz Besonderes. Von dem Jungen können wir lernen, weil es magisch wirkt, weil dieser Junge den anderen Kindern das Gefühl gegeben hat, dass es etwas Großartiges ist. Beifall kommt von Begeisterung, aber ihrer eigenen. Also, mein Tipp, haben Sie den Mut, bei sich zu bleiben. Werden Sie magnetisch anstatt marktschreierisch. Dann kann Ihre Begeisterung ansteckend wirken.